Auf die Welt gekommen bin ich hier in Los Angeles. Ich bin am Tag meiner Geburt zur Adoption freigegeben worden. Ich war nie verheiratet. Das Wichtigste im Leben ist mir meine Unabhängigkeit. Meine Tochter hat gefragt, ob ich mich mit jemandem treffe. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dass du eine Affäre mit einer deiner Anwältinnen hast. Ist es denn eine Affäre, wenn keiner von beiden verheiratet ist? Eine Affäre ist jede sexuelle oder romantische Beziehung zwangloser oder vorübergehender Natur. Danke, Frau Anwältin. Ah, ich habe deinen Schriftsatz im Fall Nelligan gelesen. Er ist hervorragend. Du zitierst Escalante gegen L.A. County. Das ist ein sehr verworrener Fall, aber passt hier perfekt. Gute Arbeit. Ich empfehle dich für die Leitung des Thomas & Thompson Teams. Denkst du, dass das gut ankommt bei Guinness und Wilder und den anderen Wunderknaben, die du hast? Sie werden schlucken müssen. Es ist meine Kanzlei. Ich muss darauf verzichten. Ich danke dir trotzdem. Und warum verzichtest du? Wenn ich lange genug dabei bin, um es zu verdienen, nehme ich es auch an. Ich weiß, dass ich es verdiene. Aber ich will es mir erarbeiten. Wie weit willst du beruflich kommen? Was ist dein Ziel? Ich will einen Sitz im Bundesberufungsgericht. Du warst in 10 Jahren in 4 Kanzleien in 3 verschiedenen Städten. Das ist keine gute Strategie. Es ist klüger, an einem Ort zu bleiben, diverse Beziehungen aufzubauen und sich berufen zu lassen. Das will ich nicht. Das ist nicht meine Art zu leben. Ich werde es schaffen. Es führen doch viele Wege nach Rom. Ich möchte Ihnen gern etwas sagen. Ich habe mit 14 ein Baby bekommen, eine Tochter. Und sie ist zur Adoption freigegeben worden. Ich weiß weder, wo sie ist, noch weiß ich, was aus ihr geworden ist. Alles, was ich tue, woran ich auch immer denke, sie ist immer bei mir. Überall, wo ich hingehe, suche ich ihr Gesicht in der Menge. Ich schreibe ihr Briefe, die ich nie abschicke. Und ich kaufe Geburtstagsgeschenke für sie. Ich habe ihr den Namen Rachel gegeben. Ich weiß nicht, ob sie tot ist oder lebt. Ich habe sonst nichts. Ich habe nichts, das ich geben könnte. Ich habe gar nichts zu geben. In der Welt bist du hergekommen. Nachgedacht. Ich will ein Kind, das von mir ist. Aber du weißt, dass ich dir das nicht geben kann. Es hat ein neuer Therapeut angefangen. Er ist freundlich.
Er ist überall beliebt. Sieh dich vor, Karen. Stürz dich nicht in dein Unglück. Ich habe mit 14 ein Baby bekommen, eine Tochter. Sie ist zur Adoption freigegeben worden. Wir wären wunderbare Eltern. Wir könnten ein Kind von der ersten Minute an lieben, auch wenn es nicht unser eigenes wäre. Hast du je nach deinen leiblichen Eltern gesucht? Vielleicht haben sie nach dir gesucht. Ich wohne in ihrer Heimatstadt. Wie schwer kann es für ihre Scheißmajestät sein, mich zu finden? Little one, where'd you go? Wichtig ist die gemeinsam verbrachte Zeit. Such nach ihr, bevor es zu spät ist. Oh, dress up dolls, playing house, those days ago. Sind Sie sexuell aktiv? Ich bin nicht schwanger. Ein Mensch in einem anderen Menschen. No Science Fiction. Older, no use in wishing to be young. Ich möchte, dass mein Kind weiß, wo es herkommt. Falls wir uns treffen, sollten wir nach vorn schauen und nicht zurück. Ich denke oft an dich.